Self-Commentary hier. Ja. Wir wollen es eh wieder ändern. Du musst es jetzt nicht speichern. Jetzt spielt Häschen mit Fox gegen Repos Corin. Ich bin mal gespannt, wie er sein Fox hier abgeht. Corin von Repos haben wir ja schon gesehen, sehr stabil. Fox sieht aber auch ganz gut gerade aus im Vorteil hier. Ich glaube eher, da kommt er her. Aber wir werden gleich nochmal genau sehen, was hier abgehen wird. Wird Repos sein Mindset hier komplett ändern? Oder wird er so weiterspielen gegen PCN wie gegen mich und oh, das kennen wir gar nicht von Repos. Oh, sowas läuft eigentlich gar nicht dran. Nicht mal bei uns. Nicht einmal. Oh, jetzt wird er so. Oh, ne. Oha. Repos ist auf jeden Fall sehr pissed off. Aber, wer weiß. Smash 4, da ist ziemlich alles möglich. Was ist das? Wurf. Na, los, Raypaus. Okay, Häschen ist aber ziemlich gut gestört mit Fox. Wow, was war das denn? Nice Up B. Beefy Up BA. Oh, die Perfect Pilz. Die sind hier auch relativ gut. Oh, das lebt er noch, okay. Meine Back Air. Oh. Wow, einfach ein Absmash. 1-0 für Häschen. Ein Two-Stock. Sehr heftig. Mal gucken, wen er nehmen wird. Bleibt er etwa bei Corin? DK könnte ziemlich verkloppt werden. Er könnte aber auch Rosalina nehmen. Ich glaube nicht, dass er bei Corin bleibt. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Oder einfach Dr. Mario. Yoshi. Eine weise Entscheidung auf jeden Fall. Yoshi. Yoshi. Let's go, let's go. Mal gucken. Repos Yoshi ist auf jeden Fall auch sehr gut. Er spielt auch seit längerem auch. Aber letzte Zeit ein bisschen öfters. Bin mal sehr gespannt hier, wie er das reißen wird. Ob er das reißen wird. Das wollen wir mal für alle hoffen hier. Ja, jetzt sieht's. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus hier für den guten Yoshi. Oh wow. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ah, Scoot. Bei dem Matchup ist es so, dass einfach irgendein der schnellste Hit immer rauskommt und jede Combo einfach unterbricht. So wie da gerade. Okay, da nicht genauso, aber. Ne. Die Downer, immer eine gute Wahl. Oh wow. Nicer Grab. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie wird Repos Fox killen und wie wird Fox Repos killen? Oh, okay, da wollte ich gleich gerade mit Down B machen. Also ich Repos kenne, wird ihn meistens mit der Up erkennen. Wie auch immer. Oh, das war auf jeden Fall ein Misstrick. Aber passiert, passiert. Ah, die Up, ja. Boah, hätte ich einen Taui drauf wetten sollen, ne? Ist so. Okay, mal gucken, wie. Wird das hier jetzt passieren? Wow, einfach ein Full Charge F-Smash. Okay, jetzt könnte gepunished werden, aber nur ein Grab. Leider nichts draus geworden. Jab. Okay, nice Tag. Oh, er wollte ihn aber richtig mies callen.
Ich meine. Auf jeden Fall hier geht's weiter. Oh, sieht sehr gut aus für Joshi. Wird Häschen noch einen Kill hinkriegen oder wird Rikus das eiskalt ihn zurück two-stocken? Oh, ne, kein Roll-In. Oh. Ja, das ist so eine Sache, wie man Yoshi mit Fox killen soll. Ist gar nicht mal so einfach. Man muss halt schon alles perfekt sitzen. Und Grab hat halt auch nichts Besonderes draus. Vor allem nicht bei dem Rage-Prozenten. Oh, einfach ein fieser Spike und er wurde zurückgetoostert. Wird Häschen bei Fox bleiben? Oder wird es zu sein, eigentlich Main Diddy Kong wechseln? Er bleibt bei Fox. Sicher, bleibt er wirklich bei Fox. Wow, und er geht zu Rosalina und Luma. Und er geht zu Diddy Kong. Uiuiuiuiui. Beide switchen einfach mal die Chars. Warum nicht? Und zurück auf Smash Bros. Okay, leichter Vorteil hier für Diddy Kong. Gucken, wie Rikus das zurückhandeln will. Okay, ganz viele Rolls von Rikus. Das scheint ziemlich nervös zu sein ohne Luma. Aber das würde schon. Oh, und der F-Smash und der killt. Die Frage ist jetzt, ob Rapus das zurückschaffen wird mit einem Comeback. Eigentlich kann ich ihn nur gimpen oder das übelste Combo abziehen. Aber wenn nicht. Aber das sieht nicht besonders gut aus hier für die Rosalina. Oh nice. Der F-Smash des Grauens. 1-1, da auch. Wird Rikus das noch irgendwie schaffen? Das ist hier die Frage, die wir uns alle stellen. Oha. Okay, Rikus hat noch einen Stock gezogen. Wird er das schaffen hier? Kann ihn irgendwie offstage kriegen oder ihn noch gimpen oder so? Ah, 2-1 für Häschen. Ah, Skuskeskus, Skuskeskus.